Dieser kulturelle Brückenschlag muss geleistet werden. Herr Buchner, Sie sind jetzt seit etwas über einem Jahr der Vorstandsbeauftragte für Breitbandkooperation bei der Deutschen Telekom. Eine neu geschaffene Stelle. Welchen Stellenwert haben Kooperationen denn mittlerweile für die Deutsche Telekom? Kooperationen bei der Deutschen Telekom haben mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert. Ein wesentlicher Beitrag, um in Deutschland für eine flächendeckende Versorgung mit schnellen Breitbandanschlüssen zu sorgen. Der Anspruch der Deutschen Telekom, so wie ihn auch Tim Höttges ja formuliert, ist ja 100% der Bürger mit dem schnellen Breitband zu erreichen und auch 100% der Unternehmen zu erreichen. Nun befinden wir uns ja in einem liberalisierten Markt und um es pointiert zu sagen, mit 40% Marktanteil können Sie nicht 100% Netzabdeckung selbst schaffen. Die Deutsche Telekom wird sehr viel selbst ausbauen im Bereich schnelles Breitband, aber ist eben auch auf Kooperationen angewiesen. Wie sieht denn der Markt aus, in dem Sie sich bewegen? Wie viele Wettbewerber gibt es da eigentlich? Der Markt in Deutschland im Festnetz ist ein sehr buntes Feld. Der Markt ist seit knapp 20 Jahren liberalisiert und seit der Zeit haben sich ungefähr 400 Akteure etabliert. Da gibt es natürlich ganz große, wie Telekom beispielsweise, aber eben auch viele mittlere und kleine, sogenannte City-Carrier und Regio-Carrier und auch Stadtwerke, die sich in dem Markt betätigen. Und insofern sprechen wir auch mit einer Vielzahl von möglichen Kooperationspartnern. Wir haben ca. 100 Gespräche, die wir derzeit parallel führen. Welche Form der Kooperation kann sich denn die Deutsche Telekom vorstellen? Die Deutsche Telekom ist grundsätzlich offen für verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Die typischen Formen sind Ausbau-Joint Venture, dann das Faser-Miet-Modell und das sogenannte Hold-by-Modell. Kurze Beispiele. Ausbau-Joint Venture bietet sich an, wenn wir einen großen überregionalen Partner haben und gemeinsam ein neues Glasfasernetz ausrollen. Die Faser-Miet-Modelle beziehen sich auf die Anmietung von passiver Infrastruktur, also Kabeln oder Leerrohren. Das wird angewandt zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen oder Kooperationen mit Stadtwerken. Und in Regionen, die Lücken füllen bei der Netzabdeckung, in Gebieten, wo wir in absehbarer Zeit nicht selbst ausbauen werden, da gehen wir in Hold-by-Modelle. Das heißt, wir kaufen ein Vorleistungsprodukt, beispielsweise in Bitstrom. Wie bewerten Sie die Stimmung im Markt? Den Kooperationen gegenüber ist der Markt sehr offen. Der Markt ist erwachsener geworden. Jeder weiß, dass dieser Business Case für den Glasfaserausbau auch ein anspruchsvoller ist. In dem Zuge ist es eben so, dass die Bereitschaft, mit anderen zu kooperieren, um diesen Ausbau wirtschaftlich sinnvoll hinzukriegen, deutlich gestiegen ist. Jetzt als Laie stellt man sich die Frage, okay, wenn beide das gleiche Ziel haben, was ist denn die Herausforderung bei Kooperation? Was macht das so schwierig manchmal? Na, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die das schwierig machen. Also zum einen befinden wir uns ja in einem Markt, der stark reguliert ist. Ja? Und der Telekommunikationsmarkt sieht auch Infrastrukturwettbewerb vor. Das heißt, zum einen stehen wir eben im Wettbewerb miteinander, zum anderen müssen wir kooperieren. Also das ist kein Schwarz-Weiß. Ja? Dann ist es so, dieser Glasfasermarkt ist ja derzeit erst so richtig am Entstehen. Alle diejenigen, die in Glasfaserausbau investieren, sind der Meinung, dass wir einen anderen Ordnungsrahmen, einen anderen Regulierungsrahmen brauchen als bisher in der alten Kupferwelt. Dieser Regulierungsrahmen muss dafür sorgen, dass Investitionssicherheit entsteht, weil die Payback-Zeiten für diese Glasfasernetze sind sehr, sehr lange. Und dieser Regulierungsrahmen ist aber noch in der Diskussion. Insofern, das macht die Anbahnung von Kooperationen teilweise ein bisschen anspruchsvoll. Es gibt aber auch noch weitere Gründe, die es anspruchsvoll machen. Also zum einen liegen die Telekom intern, weil die Telekom bisher zwar in kleinem Maße auch kooperiert hat, aber nie im großen Stile. Und es müssen technische, prozessorale und organisatorische Anpassungen vorgenommen werden. Und dann muss man auch sagen, es treffen Partner aufeinander, die bisher vielleicht wenig miteinander gesprochen haben. Dieser kulturelle Brückenschlag muss geleistet werden, ist eben auch ein wichtiger Faktor, um Kooperationen erfolgreich zustande zu bringen.
einmal hier nachgefragt, und zwar, weil Sie sagen, es ist für uns nicht gelernt mit dem Holbar, das heißt also Kapazitäten einzukaufen. Im anderen haben wir da jahrelange Erfahrung. Warum ist es nicht einfach möglich, diesen Prozess einfach umzudrehen? Typischerweise sind die IT-Systeme sowohl bei der Telekom als auch bei den anbietenden Holbar-Unternehmen nicht modular genug. Also das Signal, der Bitstrom, muss ja von dem Anbieter entsprechend produziert werden. Viele Anbieter können das noch nicht. Ja? Und auf der Telekom-Seite ist es so, wir wechseln ja quasi unter unserem Produkt das Netzfahrgestell. Ja? Mhm. Also statt einem eigenen Netz nutzen wir jetzt ein fremdes Netz. Und dazu brauchen Sie modulare IT-Systeme. Das ist die erste Herausforderung bei Holbar. Die zweite ist, in dem ja gerade erst entstehenden FTTH-Markt sind die Preisniveaus noch nicht etabliert, insbesondere auch auf der Wholesale-Seite. Das heißt, es müssen immer bilaterale Verhandlungen geführt werden über die geeigneten Wholesale-Preise in beide Richtungen. Welche Erfolge haben Sie jetzt so in den vergangenen 12 Monaten vorzuweisen? Ich bin sehr froh, dass wir im Dezember letzten Jahres gemeinsam mit der EWE ein Ausbau-Joint-Venture in Niedersachsen verkünden konnten. Hier geht es darum, über die nächsten 10 Jahre bis zu 1,5 Millionen Haushalten mit FTTH gemeinsam zu versorgen. Auf diesem Netz sollen dann Angebote von EWE, Angebote von der Telekom, aber auch Angebote von Dritten möglich sein. Und wir sind jetzt in der Phase, zum einen die Implementierung dieses Ausbauvorhabens voranzubringen und zum anderen warten wir auf die Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Da ist ja zum einen zuständig das Bundeskartellamt, weil wir ja Infrastrukturwettbewerb immer aufrechterhalten müssen, und zum anderen die Bundesnetzagentur, die auch über dieses gesamte Gebilde urteilen soll. Hier kommt wieder der Aspekt Regulierung rein. Es ist ja so, dass die Telekom in der bisherigen Welt komplett durchreguliert ist. Preisregulierung, Zugangsregulierung. Und in diesem Gemeinschaftsunternehmen muss es dafür eine andere Regelung geben, weil sonst die EWE genauso unter die Regelungen fallen würde wie die Telekom. Daran sehen Sie schon, für diese Glasfaser-Kooperation, aber überhaupt für den Glasfaserausbau benötigen Sie einen anderen Regulierungsrahmen. Wir haben aber auch eine Reihe von kleineren Kooperationen schließen können. Stichworte vielleicht Alzenau oder Stadt Mainz. Sind Kooperationen denn überhaupt geeignet, um den Breitbandausbau in Deutschland voranzutreiben? Die Kooperationen, die verbessern den Business Case. Den Business Case für diese Investitionen in zweierlei Hinsicht. Also zum einen teilen sie Ausbaukosten, weil sie die Netzanschlüsse eben nur einmal bauen und nicht zweimal. Und zum anderen erhöhen sie die Auslastung auf den neuen Netzen, weil jetzt kommt ja noch mehr Nachfrage, weil von verschiedenen Partnern jetzt als Auslastung auf dieses Netz. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also insofern, Kooperationen helfen, die Business Cases besser zu machen. Wenn die Business Cases besser werden, wird eher investiert. Insofern geht der Ausbau weiter voran. Ein anderer Aspekt ist, der wird ja auch oft diskutiert, wie sind denn eigentlich die Bau- und Planungskapazitäten? Ja? Es ist ja so, selbst wenn man sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stellen würde, würde man nur eine bestimmte Menge an Anschlüssen pro Jahr bauen können, weil die Bauindustrie stellt halt eine bestimmte Kapazität zur Verfügung, die Planungsbüros und die internen Planer sind auch irgendwo limitiert. Jetzt, wenn man sich da zusammentut, ja, kann man auch die Planungs- und Baukapazitäten der jeweiligen Partner kombinieren. Das hilft auch diesem Breitbandausbau. Sie haben ja jetzt gar keinen Telekom-Stallgeruch, sondern Sie sind ja vor einem Jahr von der anderen Seite zur Telekom gewechselt. Der eine oder andere hat gesagt, zur bösen Seite der Macht. Wie sind denn Ihre Erfahrungen nach einem Jahr auf der anderen Seite? Gut, also es war tatsächlich schon eine große Überraschung für die Branche, denke ich, weil ich ja auch bei den Wettbewerberverbänden sehr aktiv und stark engagiert war. Und insofern war es für die Branche, aber natürlich auch für mich eine ganz besondere Erfahrung, quasi auf die andere Seite der Macht zu wechseln. Ist aber eine sehr gute Erfahrung, würde ich sagen, nach einem Jahr. Ich habe die Telekom als tatsächlich einen sehr großen Laden kennengelernt. Das ist ein
sehr großes und komplexes Unternehmen, aber mit einer sehr engagierten Mannschaft, mit einem sehr engagierten Team. Und ich denke, meine alten Kollegen auf der anderen Seite freuen sich auch über den Brückenschlag, der uns jetzt mit mir und meinem Team ein Stück weit mehr gelungen ist als vielleicht in der Vergangenheit. Können Sie in Verhandlungen oder manchmal gedanklich die Seiten tauschen, weil Sie ja beide Seiten ganz gut kennen? Ja, es ist manchmal so ein bisschen schizophren, aber man kann sich sowohl in die eine Seite als auch in die andere Seite besser reinversetzen und das hilft sicherlich. Ja. Und was ist für 2018 zu erwarten? In 2018 wollen wir insbesondere das EWE-Ausbau-Joint-Venture implementieren. Idealerweise auch mit dem Netzausbau dieses Jahr dann beginnen. Dann hoffen wir mit ein, zwei anderen großen Partnern auch noch zu einem Abschluss zu kommen, ohne dass ich jetzt den Namen schon nennen kann. Und auch mit mehreren kleineren Partnern erhoffe ich mir, Mietmodelle, Netzmietmodelle zu etablieren. Vielleicht nochmal als Appell, also wir wollen möglichst viel kooperieren. Wir würden uns wünschen, dass uns noch mehr Netz angeboten wird in noch mehr Regionen und Gegenden Deutschlands. Und ich denke, es ist eine sehr schöne Win-Win-Situation für die Beteiligten in der Kooperation. Und insofern bin ich auch sehr zuversichtlich für 2018. Was müsste ich denn liefern oder wie nehme ich denn Kontakt mit Ihnen auf, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie ein regionaler Betreiber und ich hätte da Interesse dran? Wie laufen die Wege? Was muss ich, wie spreche ich Sie, Ihr Team an? Was muss ich mitbringen? Na, idealerweise nehmen Sie direkt mit mir und meinem Team Kontakt auf. Wir haben ein Funktionspostfach eingerichtet. Anfrage-breitbandkooperation@telekom.de. Da schicken Sie Ihre Anfrage hin. Wir melden uns dann zügig und dann besprechen wir, ob das Kooperationsvorhaben sinnvoll ist, ob wir eine gemeinsame Basis haben. Dann kommt idealerweise einen Kooperationsdeal zustande und wir freuen uns über einen gemeinsamen Netzausbau oder eine gemeinsame Netznutzung.